Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen uns die letzte Folge endlich von Haus des Geldes an. Ja, wir haben es geschafft. Ich bin sehr gespannt. Folge 8 der dritten Staffel ist raus und im Januar kommt schon Staffel 4 und Staffel 5 und 6 ist schon bestätigt, Leute. Holy shit, Alter. Wir haben sehr viel noch vor uns. Ich freue mich sehr, ja. Und ich würde sagen, wir werden dann auf jeden Fall jetzt reinschauen. Es ist viel passiert in der letzten Folge. Sehr, sehr viel, was uns jetzt noch alles kaputt machen könnte. Aber auch einige interessante Sachen. Arturo ist einfach in die Bank reingeströmt, ja. Wobei es ist keine Bank, es ist ja so ein Geldspeicher, irgendwie, whatever, ihr wisst, was ich meine. Da ist einfach rein und ist jetzt da. Okay, er hat sich an Monika rangemacht, ja. Und dann hat sich Helsinki ein bisschen mit ihm vergnügt zum Ende hin, ja. Ich bin auf jeden Fall excited, Leute. Ich habe so ein bisschen mulmiges Gefühl, dass noch... ich habe echt Angst, dass ein, zwei Leute sterben, weil es ist noch keiner gestorben, was natürlich gut ist in dieser Staffel. Aber in der letzten Staffel sind drei Leute gestorben. Ich glaube drei Leute, oder? Nee, in der letzten Staffel nicht. In der ersten ist in der ersten schon Oslo gestorben? Boah, ich weiß es ja. Aber in der letzten Staffel sind auf jeden Fall zwei Leute gestorben, Leute, ja. Und ich habe Angst, dass jetzt zum Ende auch noch Leute von uns gehen. Und wir haben natürlich das Problem, der Professor... Und die Inspektoren sind gerade auf der Flucht. Und hey, die Inspektoren hat halt nur so ein scheiß Scheunenversteck, Alter. Die wird halt safe gefunden. Safe wird sie gefunden, Leute. Oh man. Okay, gut, Freunde, ich würde sagen, wir schauen rein. Für alle, die jetzt denken, Bruder, wie können wir hier jetzt eine ganze Folge Haus des Geldes mit dir zusammen gucken? Ist doch gegen die YouTube-Regeln. Dann schaut rein, Freunde. Ihr werdet gleich hier nämlich nur meine Facecam sehen. Und das sagen wir, das hier ist euer YouTube-Video, was ihr gerade seht. Dann macht ihr dann doppelt Rechtsklick drauf. Geht auf Bild im Bild, ja. Falls das bei euch nicht angezeigt wird, versucht es mit einem anderen Browser, aber eigentlich geht das bei allen. Zack, und dann habt ihr hier unten dieses Video in klein. Das könnt ihr euch so groß und klein ziehen, wie ihr wollt. Zack, zack, zack. Geht dann auf euren Netflix-Account und dann habt ihr es hier als Facecam. Ansonsten könnt ihr auch ganz entspannt natürlich so wie immer einfach einen zweiten Bildschirm benutzen oder auf dem Handy anmachen oder wo auch immer ihr wollt, ja. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir schauen rein. Die Folge geht... Oh, das ist eine lange Folge, schon eine lange Folge. 58 Minuten und 31 Sekunden. Leute, verloren heißt sie. Warum heißt die Folge verloren? Nein! Oh nein, ich muss aufhören, die Folgetitel zu lesen vorher. Freunde, ich würde sagen, schaut rein. Wir drücken auf Play in 3, 2, 1. Hilfe, Leute. Warum heißt die Folge denn verloren? Das ist doch einfach ehrenlos. Das spiegelt halt perfekt die jetzige Situation mit der Inspektora wieder. Ist das wieder Neymar? Ist wieder Neymar einfach. Wie cool, Alter.
Oh. Ey, wie cool ist das? Ist so. Real Talk, ey, Real Talk. Ey, wie geil. Das finde ich echt cool, dass er dabei war. Das ist echt schön. Ja. Er hat schon recht, Mann. Und er hat ihn auch krass damit beeinflusst mit diesen Worten. Das merkt man auch einfach im Nachhinein. Boah, ey, Kacke, Mann. Sie wird safe gefunden. Sie wird safe gefunden. Stabil auf jeden Fall. Boah, okay, Leute, okay, jetzt geht's los. Boah. Kacke, Mann. Ja, er wird safe irgendwann runtergehen und zu ihr wollen. Oh nein. Ehrenmann, Alter. Oh nein, einer von den beiden stirbt. Also Raquel wird safe sterben. Raquel wird sterben, Leute. Jetzt weiß ich es. Jetzt ist es offiziell. Jetzt offiziell, dachte er, ist scheiße hier, Alter. Echt? Was? Okay. Ja, 3 Stunden bis er da ist. Und dann wirst du gefunden. Okay, das ist nur der. Leute, alles safe, das ist nur der Bauer. Das ist nur der Bauer.
Zu 1 Milliarde %. Ich verwette mein linkes Ei darauf, dass das nur der Bauer ist, dem die Scheune gehört. Oder halt der Farmer oder whatever. Das ist nur der Boy, dem die Scheune gehört. Er ist das letzte Mal für 3 Monate, 2 Monate, 2 Monate. Es wird sich gegönnt, Leute, es wird sich gegönnt. Das stimmt auch, ja. In der Tat. Die Custom AirPods hier am Rocken, Alter. Oh nein, Leute. Das ist doch nicht gut, was hier gerade passiert wieder. Warum ist sie immer so fies dann? Och Mann, Alter, der Arme, schau dir an! Ehrenlos einfach. Ach man, Leute, das ist nicht fair. Ja. Lol. Ehre. Ehre.
Alcatraz. Oh, Leute, da bin ich doch dabei wieder. Mehr will ich gar nicht. Ja, Lissabon, stimmt. True. Oh Gott, Alter, okay. True. Okay, soweit, so gut, soweit, so gut. Also es ist safe mit der Farmer. Ja, okay, gut, ist ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein! Warum ist dir keine bessere Ausrede eingefallen? Lol. Ui. Lol. Och, ehrenlos. Ehrenlos. Hä, was? Was hat sie entdeckt gerade? Oh nein. Sie hat rausbekommen, dass Nairobi ein Kind hat.
Ist ja rausgekommen, dass Nairobi ein Kind hat. Ui. Ja. Oh. Aber sie hat in beiden noch eine Kugel drin, oder? Hat sie die noch geladen? In beiden? Oh, Leute. Hallo, guten Tag. Ey, wenn sie jetzt irgendwas versaut in diesem Zustand, ne? Dann Anti-Ehre hoch 80. Ach Mann, Alter. Ey, kein Grund persönlich zu werden. Ehrenmann. Matthias, Alter, richtiger Matthias einfach. Mann. Fängt an zu weinen, oder? Ja.
Oh nein! Hey! Hey! Lass dich nicht drauf ein, Denver. Okay, würde er auch nicht. Würde er nicht. Weil, nein! Denver, Bruder! Oh nein, oh nein, oh nein, Leute. Okay, saved. Wir sind saved erstmal, oder? Sind wir saved, Leute? Ja. Gut. Der Bruder ist stark geblieben. Ja, aber irgendwann wird die Polizei das auch checken. Oh, ich habe Angst, dass die Polizei es called. Ich habe Angst, dass die Polizei es called irgendwann. Okay. Richtige Hörspielmacher hier. Okay, das ist gut. Das Echo ist gut. Wie das aussieht, Mann. Oh nein, sie callt es gleich. Sie callt es, glaube ich. True. Endlich! Endlich! Ey, ich hab mich schon gewundert, wie lange dieser scheiß Marder da bleibt, Alter. Motorboot? Oh nein, ich hab Angst, dass sie es callt. Die Frau callt es doch, oder? Ey, da bin ich gespannt jetzt. Oh, die hat auch ein Overall, habe ich gar nicht gesehen. Wie geil.
Okay, doch, kann mir schon vorstellen, Alter. Ich habe halt Angst, nur dass es die neue Inspektora called einfach. Boah, okay, das ist schon gut. Okay, das ist schon ganz schlau, das ist ganz nice, das ist ganz nice. Oh, ich hoffe einfach, es funktioniert, Mann. Einmal ein Happy End. Oh, fuck, Alter. Ey, dieses Wiesel einfach. Aber ist aber nicht gut. Es ist nicht gut, wenn sie so nah aneinander sind. Das ist nicht gut. Oh, jetzt sind sie das Wiesel, jetzt haben sie es. Ehre. Ja. Ja. Das ist true, ja. Kacke, Alter. Bei Raquel. Leute, ich weiß ja nicht. Die Presse lügt nicht. Real Talk, ich vertraue denen auch nicht so diese Belohnungen. Weil man geht keinen Vertrag ein, wenn man einfach sagt, ihr kriegt eine Belohnung so. Das ist einfach. Ist ja nichts Handfestes. Jetzt sagt sie 20, oder? Okay. Hä? Oh nein, ich hab echt. Das ist der aus Nairobis Wohnung von ihrem Kind, oder? Fuck. Oh nein, damit wird man Nairobi kriegen, glaube ich. Damit wird man sie kriegen.
Oh nein. Ja. Ey, nein, Robi darf jetzt nur nicht irgendwie eine Kurzschlusshandlung machen. Ey, Palermo ist Ehrenmann. Er ist Ehrenmann. In der Tat, ja. Och nein, das will sie doch! Nein, ich dachte echt Arturito! Ach Mann! Okay, Ehre, Alter. Oh nein, was macht sie? Was ist das für ein Girl überhaupt? Warum guckt die so? Die rennt mit raus. Die rennt safe mit raus. Die rennt mit raus, glaube ich, das eine Girl, was so geguckt hat. Ich hab das im Urin, Alter. Oh nein. Irgendwas passiert jetzt noch. Aber was? Ist da eine Kamera drin oder whatever? Was ist in diesem Teddy? Ehrenmann. Was ist drin? Ist es Speed?
Och nee. Hey, Nairobi, man, siehst du so ein Hitzkopf manchmal? Siehst du manchmal echt zu Hitzkopf unterwegs? Ey, Nairobi macht jetzt alles kaputt, habe ich im Gefühl, Alter. Bitte nicht. Hä? Ja, true. Sie würde ihnen sogar echt das Geld geben. Das ist kein Bluff. Sie gibt ihnen echt das Geld. Sie wird ihnen echt das Geld geben. Das ist kein Bluff. Das ist Real Talk. Sie gibt ihnen echt das Geld. Komm schon, jetzt versteck dich schnell, pack die Waffen weg und seid sehr gute Schauspieler einfach. Da kommt die Erfahrung aus dem Theaterkurs wieder raus, hoffentlich. Ey, sie darf jetzt bloß nicht zusammenbrechen, das ist das Hauptsächliche. Ach lol, ja, okay. Krass. Ja, okay, ist schon krass. Krass, Alter. Was? Bluff, Bluff, Bluff. Das könnte er. Ist er echt wahrscheinlich, oder? Das ist aber ehrenlos.
Alter, das ist schon krass ehrenlos. Ey, ehrenlos. Nein, Ruby ist der schwächste Punkt jetzt gerade im Glied. Krass, Alter. Oh nein, sie wurde echt, sie hat einen dicken Hit bekommen, oder? Oh, ui, Bruder. Ey, der Robi wird's echt nicht überstehen, denke ich. Real Talk. Real Talk, Mann. Ja? Reni! Reni? Nein! 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 Nein, es geht alles zugrunde, Leute. Nairobi stirbt gerade. Der Professor und Lissabon werden gecatcht. Das kann sie doch nicht überleben, oder? Ey, das ist so nah am Herzen, dass da das Herz nicht getroffen wurde oder irgendwelche Arterien. Fuck. Fuck, das könnte ein Loss werden, Leute. Das fühlt sich nach einem Loss an gerade. Es wird ein Loss. Es wird ein dickes L, was wir gerade catchen. Damn. Ein ganz dickes L. Nein! Haltet doch euer Maul, Alter. Oh Gott! Ey, wir verlieren gerade, Leute. Ja, wow! Hey, ehrenlos.
Ey, sie werden jetzt gerade so überrumpelt. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck. Ja, jetzt. Bruder! Nein! Nein! Nein, 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 nein. Jetzt hört man Schuss. Ey. Ich wusste, sie stirbt. Ich wusste es. Ey, das. Real Talk, die haben jemanden getötet und vertuschen jetzt den Mord und sagen, es war Notwehr. Ab jetzt ist es illegal, was die Polizei gemacht hat. Also ab jetzt. Ab jetzt dürfen sie auch das Feuer eröffnen. Ab jetzt dürfen sie machen, was sie wollen. Fuck, Alter. Ey, das ist gerade so ehrenlos alles. Das ist alles ehrenlos einfach. Ich will, dass jeder einzelne Typ, der da draußen steht und von der Police Academy ist, gekillt wird, Alter. So sieht's nämlich aus.
Panzerfaust, Bruder! Eine Panzerfaust? Drei Stück? Vier Stück? Wie viele haben wir? Alter! Bruder! Holy shit! Die Polizei hat angefangen! Die Polizei hat angefangen! Die Polizei hat angefangen! Und das war die Quittung. Holy shit! Die Polizei hat angefangen! Das war die Quittung dafür! Selber schuld im Endeffekt! Alter! Holy shit, was ist denn gerade alles passiert, Mann? Alter! Retalk. Und warte, was? Warte, was? Was? Ey. Ey, ich habe im ersten Augenblick gar nicht geblickt, was jetzt mit Raquel los war. Holy shit, okay. Was ich mich frage gerade. Warum hat Raquel im letzten Moment denn nicht gesagt, nachdem der erste Schuss gefallen ist? Irgendwie hätte sie, da waren die Mikrofone ja noch active. Also ein Schuss, zwei Schuss und danach locker noch so 5 Sekunden, bis er die Mikrofone ins Wasser gelegt hat oder bis sie halt kaputt gemacht worden sind. Das Funkgerät, ja. Also Raquel hätte doch in dieser Zeit noch schreien können, ich lebe noch oder egal was passiert, es ist eine Falle oder whatever. Keine Ahnung. Sie hätte irgendein Wort sagen können von wegen, ich lebe noch. Nach dem ersten Schuss. Weil es war erster Schuss, bumm, bumm. Und dann Mikrofone tot. So, wisst ihr, wie ich meine? Rein theoretisch hätte man was machen können. Vom Feeling her. Ey, aber trotzdem ehrenlos alles, Alter. Also, wir haben zumindest auf der positiven Seite. Wir haben nur eine Person verloren, aber das ist Nairobi. Und Nairobi war bis zum Schluss die Ehren-Nairobi. Sie war die Ehren-Nairobi. Aber man hat sich von den Gefühlen leiten lassen. Was heißt von den Gefühlen leiten lassen? Es war auch hinterhältig einfach. Kacke, Mann. Ja, was soll man machen, Leute? Damn it. Der Professor ist jetzt völlig zerstört im Inneren, Alter. Aber sie haben ja trotzdem nicht mit der Panzerfaust gerechnet. Das ist das Gute. Ich glaube, sie dachten echt, okay, jetzt sind sie so durcheinander, jetzt können wir da durchfahren. Sie haben nicht mit der Panzerfaust gerechnet. Trotzdem krass, Mann. Ey, ich habe keinen Plan, Mann. Ich habe keinen Plan, wie die nächste Staffel anfangen soll. Aber es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall heftig, wenn man bedenkt, was in der letzten Folge alles passiert. Die letzte halbe Stunde ist mehr passiert als in den letzten 3 Folgen gefühlt.
Ganz crazy, Mann. Holy shit. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich bin gespannt auf jeden Fall. Januar geht's weiter. Das heißt jetzt 2 Monate Pause. Und bis dahin hoffe ich einfach. Also, aber es sind ja schon Staffel 4, 5 und 6 bestätigt. Also können ja nicht alle Leute sterben. Das ist schon mal Vorteil in Staffel 4 und 5. Können nicht alle Leute sterben, weil Staffel 6 bestätigt ist, ja. Deswegen, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, weiß nicht, Anfang, Mitte, Ende Januar, wann auch immer das online kommt. Und dann haben wir währenddessen erstmal noch Naruto zu gucken. Und dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle von mir. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt natürlich fresh, so wie immer. Wir sehen uns und ciao.